Hallo, kann man sagen? Deine Begrüßung Ja, ist hallo, auch ist schon eine gut. gute Antwort. Ja, hallo. Hallo, erstmal. Mein Name ist Rentner, so Johann. Ich sage erstmal Hallo zur Begrüßung. Ja, hallo. Grüß Gott. Oh, Rentner Johann, dich fällt mir doch was spielen wir Hast denn du mein eigentlich für Gewicht Computerspiel? gesehen? Ach, stimmt. Also, wir alten Meine Knacker spielen Milz jetzt ist mal ein neues geplatzt. Spiel. Was? Ja, Knacker spielen jetzt mal ein neues Spiel. The Way Ja. Out. Das ist eigentlich Ja. eine wahre Geschichte für uns beiden hier. Das ist wirklich so passiert. Ja, Gell? wir sind. Ja, das ist richtig. Wir haben das Spiel entwickelt. Nee, wir haben sich entwickelt. Uns ist das wirklich passiert. Ja, und Alles, dann hat komplett. einer von uns ein Spiel davon gemacht. Ja. Genau. Ja. Also sage ich mal ein neues Spiel. Ja, würde ich mal sagen auch. Willkommen zum neuen Projekt und diesmal spielen wir A Way Out, weil auch was ja jetzt bei mir geändert ist, hatte Luke die Hey wundervolle Idee, Vincent, dass wir, what's your plan after this? ja, I don't A know. Way Out spielen. Haven't really thought about it. You Und haven't thought about it? zwar. Ja. That must be a first for you, Hä? Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Also, wen nimmst du? Ich nehme natürlich den geilen Leo, ey. Der Leo ist geil, ich mochte den nämlich schon die ganze Zeit. Er sah von Anfang an mit seiner Glöckner von Notre-Dame-Nase und ja. Also ich nehme hier mal den alten Sack. Ehre, oh. Wolltest du gerade mit dem alten Sack klauen? Nach Nein. Finanzstudium, heiraten mit seiner Highschool. Oh, Oh, es geht Highschool, habe ich los. gehört. So, ich halte jetzt mal schön meine Klappe und hören wir zu, was alles passiert ist. Ja. Der lustige Dialog. Ja. Uhahaha. Bevor man noch irgendwie mal husten hort, vor allem, mute ich mich mal und ja, genießt die wundervolle Szene, ne? Hust, hust. Warten wir, bis es geladen ist und dann mute ich mich also. Wundere dich nicht, dass du mich dann gleich nicht hörst, Luke. Oh, okay, es beginnt dann. Ja. Close the gates. Wir beschreiben das Jahr 1635. Okay, Entschuldigung. Ja. Willkommen im Knast, ihr kleinen Kiffer. Joseph Hairs, das ist der geile Typ. Der ist cool. Hast du schon mal so ein Interview gesehen wie A Way Out? Dings. Oh, scheiße, Instant. Ja, wir spielen das auf der geilen PS4. Ja. Und ja, wie sieht man schon hier, die geile Sau von Vincent. So. Ich spiele Vincent, weil, ja, weil der cooler Dude Du ist. bist Leo, du Vollidiot. Ich bin Vincent. Oder bin ich Vincent? Och man, ich bekomme langsam Alzheimer. So. Erstmal laufen. Oh, gib mal die Knarre her. Ey, nicht aussteigen, gib mir die Knarre. Gell, keep it up. Keep it up, lads. Ey, ich seh dich. Sweet home Alabama. Ah, guck mal, wie sehe ich denn? Ihhh. Er darf ihn nicht sehen. Ihhh, Okay, hab ich nur gesehen. wer ist denn dich? Girl, schwing dein Arschloch. Also Zack. bitte. Irgendwie, ich liebe dieses Spielprinzip von. Das ist Schlägerei, so geil. Schlägerei, Ich habe Schlägerei. eigentlich noch nie gesehen, die Vincent-Anfangsszene, die habe ich noch nie gesehen. Hey, are you okay? What do you want? Bleib stark. Nothing.
then walk away. Wow, du bist echt fördernd, weißt du das? Ich bin ein sehr fördernder Mensch. Oh my god, man. Leo? This place is bad. It's really, really bad. I don't know. I'm not. I can't survive in here. I don't belong in here, man. I don't belong in here. Warte kurz. Das stört bestimmt niemand bei der Aufnahme. So. Dafür existiert ja Vincent. So. That fight out there, it was brutal. Hey, wir haben die. Okay. Prison life, man. Gefängnisleben. People fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Get in there. So. Ich bin noch höflicher. Ich bin kein Schwerverbrecher. Sleep, eat, fight. I'm afraid you'll have to get used to it. Oh man, I can't get used to that. I can't even fight. You better learn fast then. Oh boy, I'm a dead man. So, Freund. Ich will nicht unterschreiben. Da muss ich irgendein Girokonto aufnehmen und ich hasse Girokonto. Girokonto ist da nur die 1000 Mark pro Sekunde bezahlen. Was? Ja, yeah, das ist glaube ich noch beim Zeitalter, wo es Mark gibt. Reichsmark. Wie sind die so? Ich glaube, wir sind sogar ein bisschen zu früh für die Reichsmark. Ja. The best day of my life, man. I'm telling you, best day ever. Ja, das kann ich dir sagen. Oh, hi! Hey, ich rede gerade mit dem Schwarzen hier. Really? Mach weiter, ich geh gleich mal duschen. Yeah, twice. For breakfast. Really? Of course not. Who do you take me for? Der tut mir schon leid, ey. So. Nee, tut man nochmal was zensieren oder muss man das überhaupt zensieren? Den Lümmel meinst du, der später kommt? An das kann ich mich noch erinnern, der Lümmel. Der kleine Schnee. Ja, ja. Muss man den zensieren? Der geile Schneedi, ey. Alter, der braucht so ewig. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob wir den zensieren müssen. Wir bestimmt nicht. Bäh. Schön okay. Zwischen den Backen. Da hängt noch ein bisschen Kruste dran. Desentifizieren. Ja, ein bisschen zwischen die Backen, komm. Oh Gott, das ist so eklig, wenn am Arschloch irgendwie so noch Kacke hängt. Okay. Da ist noch ein bisschen knusprig. Hallo, helft mal bitte jemand. Ja. Da ist noch ein bisschen knusprig. Schade. Knusprig. Die wollen mir nicht helfen, wie unhöflich. Keine Ahnung warum. Uah. Arschloch. Ihr da. Oh, er hat angefangen. Okay, ich glaube, ich kenne den Anfang irgendwie voll gut, aber den Rest kenne ich nicht mehr. Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Du doch auch nicht, ne? Nee, ich habe das schon komplett wieder vergessen. Was nur, dass ich irgendwie 8 Leute umgebracht habe. Ich habe es halt echt Schuss. Vergessen. Ich habe das Ende. Aber. Ja, ich habe das Ende auch vergessen. Gell, am Ende ist doch. Ach so, ich würde es nicht sagen. Ja. Yeah. Das ist ein Nacken, da ist so. Guck mal, das ist ein Schwarzer. Ey. Das hört sich falsch an. Wow. Boah, der wird immer verschlagen. Guck, da ist der. Any other questions? Good. Der sieht aus wie Mario. We're done here. You heard a man, move out. We don't have all day. Na dann. Go, 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 go. Willkommen in Zellenblock B, meine Freunde. Hier wird bitte aber nicht die Seife aufgehoben. Ich habe noch Kruste dazwischen. Du wurdest ja schon desinfiziert. Oh, hallo. Ja, aber die haben meine Kruste zwischen meinen Backen vergessen. Ja. Da ist so viel Kruste noch übrig. Ja. Das befreit dich. Oh ja? You don't look free to me, man. I'm free, man. Ich muss mich selbst erleben. You want me to show you how? Nah. Let's go. Get your cell. Good luck with your freedom in there. Get dressed. Peace, man. Doppelpeace. Ich werde mich nicht anziehen. Ich bleib nackt. Viva la Resistance. Ich bleibe nackt. Viva la Resistance. Jetzt geht's los. Ich bleibe nackt. Ich bleibe nackt. Ich muss nackt bleiben. Schokolade. Let's go. Took you long enough. Hey, relax. Entschuldigung. I said do it. Go. Hey, take it easy. Ja. Close up cell 48. Ach so, ich bin 48, nicht 50 oder so, sondern 48, die geile Sau.
Gönn's dir. Kannst du dir jetzt als Nackentattoo stechen lassen. Nackentattoo. So. Hast du den Aber du musst Tarn auch, was hat dir bestellt? noch jemand geachtet? Hm? Was? Was sagt er? Nee, bitte? Ja, wenn du nicht aufpasst, haut dir jemand 48 mal auf den Nacken. Ja. X der Nackenklatscher. Ja. So. So, was hältst du eigentlich immer vom Gefängnis hier, die geile Scheiße? Mein Name ist Henry Bakers. Was ist dich? Hey, you got a light? Hast du mal Feuer? Yeah, sure. Can I have a smoke? Sorry, it's my last one. How about that light? Especially if you want to survive in here. Yeah. Ich will ihn eine geben. Das ist das doch halbe. You cheap bastard, it's just a cigarette. Okay. Yeah, but it's my last one. I'm sorry. Last one, my ass. I ain't lighting you a cigarette, that's for sure. But this is all the equipment you need. It's all the equipment you need. So, sollen wir mal geile Handelübungen machen? Die Zahnstocher meint er? Ja. Sun is shining. What's not to like? Boah, die gönnen sich, Alter, die Sonne. Are you serious? You're in a prison and you're enjoying the sun. It's the little things, man. Yeah, you probably right. Die kleinen Dinge zählen, mein Junge. Just hope you don't get skin cancer. Hey, come on. Skin Cancer. So, du bist. Okay, ich zeig dir jetzt, wie viele ich bekomme. Kapiert? So. Was musst du tippen? 1, 2, 3, 4. Wie viel hast du schon? 8. Ich hab 6. 9. Ich hab die umgedrehte 9. Was hältst du von Sandwiches eigentlich? Was für Sandwiches? Sandwiches. Sandwiches. Was hältst du davon? Ja, also ich mag die, wo man so ein Sandwich-Dinger reinmacht und dann, ja. Ich mag Sandwiches. Ich auch. Oh. 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 14. Oh. Mein Arm. Oh. Was? Er hört nicht auf. Ich schaff das nicht mehr. Oh. Ich bin bei 16. Ich, Alter. Mein Arm. Oh. Nee, ich kann nicht mehr. Da geht auf. Nein, ich geb nicht auf. Ich schaff das. Schau es dir an, wie ich schaff's. Du schaffst das nicht. Ich schaff das. Puh, 17. Nur noch ein, damit ich gleich. Komm schon! Ich darf dich. Wie Vietnam damals! Ich krieg das auf die Reihe! Hat schon wieder ausgehauen. Ich hab doch Affen den Schädel ausgelöffelt. Ah. Oh. Komm schon, wie in Vietnam! Alter. Ja. Nee, ich schaff das nicht mehr. Ja, ich hab gewonnen! Oh, ich 19 Stück haben mich gerettet. Ich hab die Zahnstocherarme, ey. Jesus Maria. Ich brauch dir hier Hilfe, anstatt Klimmzüge zu machen. It's time to play. Alter, mein Daumen tut so hart weh. The fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. Was ist eigentlich dein Lieblingsfastfood? He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Hallo? Fact is, he pays me really good to kill. Hallo? And I don't really like you. So it's a win-win situation for you. Hallo? Yeah. Gandalf. Gandalf. Hey Luke. Hey Luke. I swear I'm gonna kill. Hallo. Ah! Ich sterbe hier gerade, das weißt du schon. Ich sehe es, ich beobachte es. Also, oh, meine Nussitus. Fuck you, Dragomir. Ich habe gerade verstanden, Dragonborn.
Komm, rein zu den Nüsse. Ach, nö, ah. Okay, ich komm mal zu dir. Also, Luke, was ist dein Lieblings- alleine lassen. Was ist dein Lieblingsfastfood? Mein Lieblingsfastfood sind Burger. Ja, da stimme ich zu. Denkst du, dass Fleischkäse wirklich ein Fastfood ist? Was machst du? Go, Dragon Man, kill him! Take him down! Idiot. Come on, motherfucker! Du beschissener Idiot. Ich hab trainiert, du Wichser! Ja, die 19 geilen Sachen. Oh, du kriegst jetzt auf die Fresse. Ehre. Wie damals in Vietnam. Ja. Er war einfach in Vietnam. Als war die Ohrfeige. Uff. Wie heißen die Double Dragon oder wie die heißt? Jit. Nein. Nein. Also wir nehmen die auseinander, ne? Am Anfang erstmal ja. 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 Das war halt echt gerade bedient, ne? Order. Sag, denkst du, dass Fleischkäse wecken ein Fastfood ist? Wenn ja, ist es das deutscheste Fastfood, was ich hier gehört habe. Ey, was ist mit deutschem Fastfood? Hab ich gar nicht verstanden. Ja, denkst du, dass Fleischkäse wecken ein Fastfood ist? Nee. Glaub eher wenig. Obwohl, es ist schnell gemacht. Ist eine gute Frage, ne? Ja, gell, ich habe mal letztens so ein Video gesehen, da hat einer gesagt, ja, mein Lieblingsfastfood ist Fleischkäsebecken. Und ich so, hä, also als ob Fleischkäsebecken ein Fastfood ist. Ist voll komisch. Alter, da ist ein Kuchen drin. Das Brot. Oh. Oh. So. Ah. Alter, er hat die geilen gegelten Haare. Verpfeif dich, du Toastbrot. Ich tanz gerade den Schwamm. Ich komm nicht durch, Wache. Wache? Könnt ihr mich mal durchlassen? Gell, ihr total Tauben. Hey, is someone talking? No? I don't hear anyone. Ja, ich auch nicht. Ich esse mein Plastik, so lecker ist das nicht. Gewalt! Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? Oh, we got a tough guy over here. Uff, sure komm, schlag ihn. Like alright, so what are you gonna do was about it, Ringo? How about this? Ehre. Oh, hey, man, alright, shit, man, relax, okay, go. Dankeschön. Nur schnell essen, ich weiß nicht, dass es ziemlich schnell zur Schlägerei kommt. Ich wollte noch anmerken, hinter mir war ein Cop. Kann ich hier durch? Nein. Ja, das ist doch ein Restaurant. Oh! Oh lol, das habe ich voll vergessen. Nein, ich du. Ah, oh, mein Arm. Oh, mein Daumen. Lol! Ah, nein, ich kann dich ja schnell drücken. Ja, okay, ich helfe dir. Uff. Ich kenn's ja wegen dir nur Schläge, kann das sein? Mein Daumen ist von den ganzen Klimmzügen irgendwie tot. Mental. Uff. Aaron. Uff. Hey, take this. Alter. Warum lassen ist... die Messer einfach so frei rumliegen? Ich wollte noch anmerken, da hinten war ein Cop. Da war ein Cop. Oh, warte. Ach ja. Frank. Oh, der ist resistent. Resistent, sagt er. Verpiss dich. Er ist resistent, er bekommt einfach nichts. Verpiss dich. Du bist das Schuppensieb. Er sucht da durch. Er kommt da echt durch. Helf mir, Merkel. Nimm die Untertasse.
Er ist prallt an seinen Körper ab. Ich sterbe fast. Oh. Wir hören uns an wie so ein Sandsack. Oh. Hey, come on, what do you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on, die! Doi. Ehre. EU? Der wird in die Todeszelle geworfen. Was sind das für Vollidioten? Dafür existieren Waffen. Denke ich. Ja, aber die haben. Glaub. Also, wenn solche Leute keine Waffen kriegen und man hat selber diese Waffe, dann ja. Warum? Aber wenn er die Waffe hätte, dann wäre es sicher unpraktisch. Ja. Ich hab die Nadel. Oh, ich hatte einmal eine Nadel. Boah, ich war so in Schock. Ich war kurz davor, den Arzt zu verlassen, um ehrlich zu sein. Ab diesem Zeitpunkt ist der kleine Fettsack nie wieder zum Arzt gegangen. Ärzte sind schlimm, das sag ich dir. Aua. Ich hab gestern meinen Zahnarzttermin verpasst. Echt? Ja, ich hab nicht mal gewusst, dass der gestern war. Was hältst du eigentlich von Ärzten und Zahnärzten? Ich finde sie scheiße. Hey. Die beschreiben also Zahnärzte finde ich toll. Zahnärzte? Also super wichtig. Oh. Ja, weil wenn man Zahn weh tut, dann tut der weh und ich hab keinen Bock auf Zahnschmerzen. Ich auch. Weil ich kann mir den Fuß abhacken. Das juckt mich nicht, aber wenn ich mein Zahn weh tut, ich raste aus. Das ist halt echt so. Dein Zahn ist so scheiße. Schon zweimal versucht. Ich habe zweimal versucht, mir mit einer Zange den Zahn rauszuziehen. Ich mach das immer, wenn ich irgendwie Zahnschmerzen habe. Ich gehe nicht zum Dreckszahnarzt. Der tut meine Schmerzen verschlimmern. Das ist immer so. Es ist schnell, aber es wird sie verschlimmern. Und das will ich nicht. Dann tue ich immer. Ich habe ein Tuch genommen und eine Zange und habe mir mein. Ja, mein Zahn rausgezogen. Und bis heute sieht es so. Oh, das sieht so schlimm aus. Aber gut, dass die hinteren waren. Du hast dir selbst den Zahn gezogen. Ich bin immer abgerutscht. Es tat weh. Ich war da, keine Ahnung, 10 oder so. 10 maximal. Ich so, aua, die Zahnschmerzen. Und dann, ja. Es war so schlimm, sag ich dir. Was war denn dein Versteck dich! Sau! Als ob du mich nicht Versteck dich! Was bist du für ein Vollidiot? Müsste die nicht merken, dass so ein Fettsack vom Bett weg ist? Moin moin. Ja, eigentlich ja schon. Ach, scheiße. What can I do for you? Mann, da ist ein Korb. I've got a sore throat. Can I have some water, please? Sure. Thanks. Hallo? Das... Nein, bitte! Oh. Oh, nice, Ehre. Here you go. Ich schau schnell. Shit, Vince needs to do something about that guard. Oh, I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Bitte. Ehre. Warum? Wer guckt sich einfach so Bücher an bei seiner Arbeit? Wart kurz. Mhm. Anything else? So. Bist du am Verhungern? Yeah, I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? Easy, ich bin gut. Ich hab dich zum Glück so gut beschäftigt. Ja, easy, ne? Easy win. Was war dein schlimmster Arzt- oder Zahnarztbesuch? Ich musste mal für einen Arztbesuch 2 Stunden warten. Dann haben mich und mein Vater uns beschlossen, ich nehme meine AOK-Karte und gehe einfach. Dann, ja, haben sich die Schmerzen von selber geheilt. Also mein Schlimmster war, da bin ich um 21 Uhr
nach Hause zum Arzt gegangen, weil ich mir mein Bein gebrochen habe. Das war, weil ich dann mir langsam Sorgen gemacht habe, weil mein Bein plötzlich angeschwollen ist. Da bin ich zum Arzt gegangen. Als ob du da dein Bein gebrochen hast. Ich habe mein Bein gebrochen. Ja, da war das mit der Schraube. Habe ich dir schon mal erzählt. Ach, oh, das ist... Da habe ich da erstmal bis 1 Uhr morgens gewartet, bis ich dran kam. Davor kamen alle anderen dran, nur ich nicht. Ja, es war bei mir. Ich dachte auch, das ist auch nicht so schlimm. Ein Kind kam da dran, das hatte krank. Es war krank einfach nur. Ich habe mir so, ja, ich habe mir nur den Fuß wahrscheinlich verstaucht. Das juckt ja nicht. Dann saß ich da im Raum, die haben es grillt und sagen mir plötzlich, so, ja, sie haben sich den Fuß, die Sehne genau am Knochen abgebrochen. Das war genau. Also, kennst du die Geschichte, wo ich meinen Arm gebrochen habe? Ja. Okay, für die Zuschauer, die es jetzt anschauen. Also, ich war mal in der Schule mit Nick und da waren wir in der Nachmittagsschule. Und in dieser Nachmittagsschule konnte man Waveboard fahren, wenn ihr nicht wisst, was es ist. Das habe ich, glaube ich, mal in der Schule. Das habe ich mal in der Schlauenmerkebunde, denke ich, gesprochen, aber ich sag sie gern. Und dann hat eine Schülerin aus der Parallelklasse mich geschuckt auf Steine, sodass ich hingefallen bin, genau auf meinen linken Arm. Und es hat erstmal geschmerzt. Ich so, ist bestimmt nur verstaucht oder so. Und auf dem Heimweg konnte ich meinen Schuhranzen nicht tragen, weil mein Arm in Ausrufezeichen wehtat, also verstaucht ist. Ging so danach so zum Krankenhaus, dauerte auch 2 Stunden, bis ich drangenommen wurde. Und dann, ja, dann Arm ist gebrochen. Hab Spaß. Am nächsten Tag, das war ein Tag vor den verdammten Ferien. Und dann am nächsten Tag gehe ich so zur Kirche mit einem verstauchten Arm. Ich so, danke, Merkel. Let's just say that you and me have something in common. Aber es geil ist, ich konnte irgendwie noch spielen. Da habe ich geil PS2 gespielt, das ist so krass. You don't know shit about me, man. Warte, ich habe noch eine Geschichte. Also, also mein Hals tat irgendwie mal weh. Und dann ging ich mal zum Arzt. Mir tat er nur ganz kurz weh. Also ist es so abgelaufen. Ja, das hört sich jetzt schlimm an. Bitte macht es nicht nach, Kinder. Ich hatte mal keine Lust auf Schule und hab so gesagt, ey, mein Hals tut weh. Papa, kann ich heute daheim bleiben? Und hab so getan, als ob ich husten würde. Hab dann so gehustet. Das Ding ist, am nächsten Tag bin ich richtig krank geworden. Also anstatt plöff krank, richtig krank geworden. Das ist irgendwie bei mir immer so, ich weiß nicht warum. Und dann... Und dann, eine Woche später, war ich immer noch krank. Dann sagt mein Vater, ey, nee, wir gehen jetzt zum Arzt und schauen, was da los ist. Gehen wir zum Arzt, ich so, ja, da ist bestimmt nichts. Weil ich hab ja eh geplöfft, ne? Auf einmal sagt der Ärztin, ja, deine Mandel muss rausoperiert werden. Ich so, was? Und ja, ich so, nö, das mach ich nicht mit. Nö, ich mach das nicht. Nö, das kann nicht sein. Dann hab ich, ach. Und dann, ja, wurden mir einen Monat später die Mandeln rausoperiert und... Es hat keinen fucking Unterschied bis jetzt gemacht. Kein Unterschied. Oh Gott, das war die Hölle. Ich so, Papa, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Ich hasse das Krankenhaus. Dann habe ich euch schon gesagt, dass wo ich im Krankenhaus war, habe ich mir meine Wii U mitgenommen, mein Tablet, meine PS3 wollte ich auch holen und ja. Ah, ich weiß meinen furchtbarsten. Okay, laut. Also mein furchtbarster Arztbesuch war eigentlich der. Da habe ich mir, was war nochmal? Achso, ja, ich bin ohnmächtig geworden. Sekunde, warte. Sollen wir das lieber nicht in der nächsten Folge aufnehmen? Sagen. War eine gute Idee. Ja, okay, wie tue ich die Aufnahme stoppen, Lou? Ich tue sie stoppen. Ja, warte ab, ich wüsste doch, wann ist der fertig gelabert hat. Ja. Ach, verdammt. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this. It did help out. A little bit. Bisschen. Benson. A little bit. A little bit. A little bit. So, jetzt kann, wie kann ich die Aufnahme stoppen? Zweimal auf Fair drücken. Okay, dann war es das mit der Folge, der ersten Folge von A Way Out und wir sehen uns dann in der nächsten, ne?
Willst du da noch irgendwas sagen, Luke? Obwohl es deine Folge ist. Bye bye, Kameradchen. Bye bye.